Hi, ich bin's, Dominik von den Outdoor Outlaws Hamburg und hier ist... Hi, Dennis. Ich wollte heute mal ein kurzes Video drehen. Ich war letztens auf Instagram unterwegs, hab mal so ein bisschen durchgescrollt und habe ich von einem anderen YouTuber gesehen, verlinke ich mal da oben, dass er einen richtig geilen Hobo hatte. Ich habe mir gedacht, was ist das für so ein Ding, ne? Habe ich so noch gar nicht gesehen. Habe ich ihn angeschrieben, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und er sagt, ey, die kommen aus Russland oder sonst woher. Also die kann man hier nicht kaufen, aber ich schreibe den mal an. Ich sag so, ey, nee, muss nicht sein, aber er hat dann einen bestellt, ne? Und hat er mir dann geschickt. Und er hat dann noch ein paar andere Sachen mit reingepackt und das gucken wir uns mal zusammen an. Wollen wir mal gucken, was er so Nettes mitgeschickt hat. Bin mal gespannt, du. Erstmal ein Brief. Ja. Also wie gesagt, es geht ja eigentlich um so einen ziemlich geilen Hobo, den zeige ich euch noch. Ne? Also, den lese ich dir mal erstmal vor. Ja. Das ist an Dominik adressiert. Ne? Wir schweißen jetzt mal aufs Briefgeheimnis. So, gute erstmal und frohe Weihnachten, Dominik. Dankeschön. So, hoffe, du hast viel Spaß mit deinem neuen Hobo. Mir hat er bisher sehr gute Dienste geleistet. Sonntag erstmal wieder ein perfektes Essen drauf zubereitet. Hab trotzdem das Ganze mal ein bisschen gepimpt. Und noch ein paar Sachen fürs Paket mit eingepackt, damit es sofort losgehen kann. Viel Spaß damit. Gruß, Yellow. Ja, Mark. Dominik. Super, danke. Ich werde ihn auch gleich mal schön testen. Also was haben wir hier schönes dabei? Erstmal, der gute Currywursttopf ist immer sehr gut. Ja, den hatte ich auch schon gehabt. Den kann man wirklich, ja? Den kann man essen, der ist okay. Alles klar. Was haben wir noch drin? Ah, aus den neuen Bundeswehr-EPA. Ein Erfrischungstuch, Sicherheitshölzer, sehr gut, damit man auch gleich Feuer machen kann, und ein Mehrzwecktuch. Okay. Das sind die neuen Dinger von der Bundeswehr, ja. Oder was? Aho, danke für den halben Baum und die Füchse, sehr cool. Aber jetzt kommen wir zum Highlight, zu den Hobo. Ein richtig geiles Teil. Sehen wir uns das mal an. So wie ihr jetzt gesehen habt, das Ding, was wir bekommen haben, ist ziemlich cool. Wir haben jetzt mal aufgebaut. Genau. Ne? Kriegt noch eine nette Tasche dazu, das ist sowieso mal ganz cool. Mit Schlaufe, dass man so einen Gürtel dran machen kann. Was mir jetzt gleich auffällt, also ich habe die Bushbox XL. Und von den Maßen, von der Größe her, ist ziemlich gleich. Ist das gleich. So. Genau, nur dass die Bushbox XL so steht und die steht halt quer. Das heißt, du hast dann praktisch eine größere Kochfläche. Ne? Genau. Das heißt, du kannst hier einen kleinen Topf hinstellen und vielleicht noch eine Tasse, einen Becher oder eine große Pfanne. Ne? Aber das kann man ja ausprobieren, wie weit man damit kommt. Also so finde ich das Ding erstmal ganz witzig. Ja, das Ding kommt von Campstove, werde ich unten mal verlinken. Über Instagram muss man die Typen anschreiben. Mhm. Vom Gewicht her ist das auch so, ich weiß nicht, wie schwer ist die Bushbox XL? Oh, auch ein bisschen über ein Kilo. Das Ding wiegt auch ein bisschen über ein Kilo. Macht so eigentlich einen sehr robusten Eindruck. Ja. Was man aber sagen muss, also an manchen Ecken ist das sehr scharfkantig. Da sollte man dann schon ein bisschen aufpassen oder vielleicht einmal rüberschleifen. Genau, hier mit einer kleinen Feile vielleicht die Ecken noch mal ein bisschen abwetzen oder irgendwas. Aber ansonsten, ich denke, es wird sich auch durch den Gebrauch, werden sich die Kanten so ein bisschen abnutzen. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, ist eine coole Sache. Ich bin gespannt. Ja, werden wir auch gleich mal testen zum Kochen. Ja. Also ich sag nochmal recht herzlichen Dank, Yellow, dafür. War ziemlich cool. Freut mich. Ich werde es auch gleich benutzen und ein paar Fotos machen. Wenn ihr die Fotos sehen wollt, Leute, geht auf Instagram. Das war ein kurzes Video. Dominik von den Outdoor Outlaws Hamburg verabschiedet sich. Und ich sag danke und denkt rein, draußen ist es besser als auf dem Sofa, auch wenn es schweinekalt ist. So sieht's aus.